Und damit hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Ja, heute mal neues Team der Woche. Wir haben den Game Day Tilt, noch ein paar andere Karten und meine Belohnungen aus den Hot Hood Champions und aus den Rivals. Los geht's in den heutigen Content. Fangen wir mit dem neuen Team der Woche an. Gefeatured ist hier Ray Borg von den Legenden, also ein Legenden-Team der Woche. Sowas feiere ich immer voll ab. Also, er wird das sicher mit drin sein. Schauen wir uns mal, wer alles dabei ist. Manche sehen eher aus wie Pornodarsteller aus den 60er oder 70er. Außer Corey, der schaut aus wie ein Teenager, okay. Also, schauen wir mal an, wer alles dabei ist. Den Anfang macht von den Chicago Blackhawks der 91er Stan Mikita, ein Center 1,75 groß, 77 Kilo mit Funke und Nahkampf ist okay. Wir haben 88 Beschleunigung, 88 Tempo, kann man auf 90 hochpushen, 89 am Faceoff, wäre eine Center-Option generell dafür zu klein, also eher auf dem Flügel, auf dem linken Flügel zu finden. Schuss im 90er-Bereich, Offensivputzen sogar bei 97, Bodychecken geht auf 93 hoch, also für einen Flügel, wenn man zu kleinen Spieler klarkommt, sicher eine Option. Dann haben wir von den San Jose Sharks hier im Florida Panthers Trikot den 91er Joe Thornton. Ein Center 1,93 groß, 100 Kilo mit Verteilung und dritten Auge. Okay, Verteilung gut, drittes Auge, nee. 88 am Faceoff kann man auch hochpushen auf 90, also brauchbarer Center. 86 Beschleunigung, 95 Tempo, bisschen langsam. Center müssen nicht so schnell sein, aber ein bisschen schneller als beschossen sein können. Schuss von der Kraft bei 96 und 95. Genauigkeit bei 88, die Hände im 90er Bereich, Bodychecking bei 93, also für die hinteren Reihen als Center brauchbar. Von den LA Kings Alumni haben wir den 91er Marcel Dion, auch ein Center, 1,75 groß, 86 Kilo mit Diebisch und Kreisel. 88 im Faceoff kann man auf 91 hochpushen, auch da wieder fast schon zu klein, würde ich eher auch wieder am linken Flügel einsetzen. Mit 91 Beschleunigung, 91 Tempo, sicherlich machbar, Schuss im Schnitt bei 94. Deking ist bei 98, Offensivwurst bei 99 und die restlichen Hände auch im hohen 90er Bereich. Bolchek nur bei 82, da ein kleiner Upturner mit Kreisel, sicherlich eine sinnvolle oder eine brauchbare Flügelspielerkarte. Von Edmund Oilers Alumni haben wir den 90er Jari Kurri, linker Flügelspieler, 1,85 groß, 90 Kilo mit Protektor und Nahkampf. 99 Beschleunigung, 99 Tempo. Schön, dass die Ausdauer bei 93 ist. In der Vergangenheit haben wir die ganzen Legendenkarten recht wenig Ausdauer gehabt. Schuss im 90er Bereich, Deacon ist auf 94 hoch, Bodychecken kann man auch auf 87 hochpushen. Bully bei 86 wäre sogar eine Option für den Center, aber auch eher für die hinteren Reihen. Und der, dass er eben nicht so schnell ist, ja, nicht unbedingt eine Empfehlung, gibt es bessere Karten. Von den Washington Capitals Alumni haben wir den 88er Mike Gardner, ein linker Flügelspieler, 1,85 groß, 86 Kilo mit Magie und Räder. 94 Beschleunigung, 97 Tempo mit Räder, super Flügeloption. Schuss von der Kraft bei 95 und 93, die Genauigkeit bei 91, auch nicht, auch komisches Verhältnis. Deking bei 86, kann man auf 88 hochpushen, Bodychecken bei 86, auf jeden Fall gute Flügelspielerkarte. Von den Quebec Nordics, Gott hab sie selig, da haben wir den 90er Michel Goulet, rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 84 Kilo mit vielseitig und Schnapp-Schnapp. Auch hier 90 Beschleunigung, 90 Tempo, brauchbar für einen Flügelspieler, wenn er eh eine 90er-Karte hat. 93 Schusskraft, 91 Genauigkeit, kann man noch ein bisschen hochpushen, Hände im hohen 80er Bereich. Offensivwurst bei 95 auf 98 hochpushen, auch Bodychecken bei 90. Defensivwurst dann geht es zur 95 hoch, also definitiv brauchbare Flügelspielerkarte. Von den Pittsburgh Penguins haben wir den 88er Jaromir Jagr, ein rechter Flügelspieler, 1,91 groß, 104 Kilo mit Funke und Panzer. 88 Besteuerung, dass man auf 90 hochpushen kann, 91 Ausdauer, 89 Tempo, Schuss eher im hohen 80er-Bereich, fast ein bisschen Abtörner für Jagr-Karten, dafür sind die Hände bei 90. Bodychecken kann man auf 88 hochpushen, Defensivwurst dann bei 87, war nie so seins Defensive, aber gute Karte von Jaro. Der 87er Pierre Turgeon von den St. Louis Blues Alumni ist ein Center oder alternativ wahrscheinlich eher rechter Flügelspieler. 1,85 groß, 90 Kilo mit Verteilung und dritten Auge. 88 Beschleunigung, 88 Tempo. Faceoff Rating ist bei 84, kann man auf 86 hochpushen, also eher für die hinteren Reihen gedacht. Damit geht die Beschleunigung zumindest auf 89 hoch. Der Schuss im hohen 80er Bereich. Hände bei Dicken ist bei 84, kann man auf 86 hochpushen. Hand-Augen-Koordination mal 85. Der Rest ist bei 90. Bodychecking auch noch bei 81. Ja, ganz bessere Karten. Sean Ratel von den New York Rangers Alumni, ein Center, 87er Karte, 1,85 groß, 280 Kilo mit Basic und Urgewalt, sehr schön. 89 im Faceoff, brauchbarer Center, hat aber auch 88 Besteuerung und kann auf 89 Tempo gehen. Schuss im hohen 80er Bereich, Hände sogar im Schnitt bei 90, außer Sticking ist so bei 85, schade, dass da nichts mehr dabei ist. Bodychecking bei 83, Aggressivität bei 79, Widerstandsfähigkeit bei 64, leichter Upturner, also Urgewalt zwingend empfohlen. Der 85er Norm Ullmann von den Detroit Red Wings Alumni, ein Center, 1,78 groß, 79 Kilo mit Beflügel und Puck am Faden. 86 Beschleunigung, 86 Tempo, kann man auf 88 Tempo hochpushen. Faceoff Rating bei 87, auch wieder recht klein und schmächtig für den Center eigentlich. Schussbrezung bei 83, die Kraft bei 86, ja, restlich auch im niedrigen 80er Bereich, außer es passend, es geht ein bisschen noch hoch, also gibt es bessere Karten.
Alex DeVecchio, ebenfalls von den Red Wings, ein Center, 86er Karte, 1,80 groß, 82 Kilo mit Arbeitstier und Blitzstart. Mit Arbeitstier kommt auf 89 Besteuerung, 87 Tempo. Phaser Rating ist bei 86, also mit Blitzstart auch empfohlen, wenn ihr als Center spielt, das hier anzumachen. Schuss eher mau bei 84 Präzision, 86 Kraft. Hände außer Deking auch im hohen 80er Bereich. Bodycheck bei 84, ja, gibt es auch bessere Karten. Vinny Dampoose von den Montreal Canadiens Alumni, Center-Karte, 1,85 groß, 91 Kilo mit Funke und kein Wettkampf, hat 80 im Faceoff, also Center ist schon mal raus, komm auf 88 Besteuerung, 86 Tempo, ja, okay, zum Not, aber nee. Kommen wir zu den Verteidigern, fangen wir an mit dem 91er Ray Bourque von den Boston Bruins Alumni, rechter Verteidiger, 1,80 groß, 100 Kilo mit Zonenwirbel und Wärmesuche. Zonenwirbel bringt das Tempo auf 91 hoch, die Besteuerung bleibt bei 89, Schuss im niedrigen 90er Bereich, Offensivbewusstsein geht auf 99 hoch, Defensivbewusstsein geht auf 99 hoch, Bodychecking bei 86 mit Wärmesuche, wenn ihr Overload spielt, also Überzahl spielt, auf Ablenkungen, auf Deflections geht, dann sicher brauchbar, das hier anzumachen. Der nächste Pornobalken ist der 90er Larry Robinson von den Montreal Canadiens Alumni, rechter Verteidiger, 1,93 groß, 102 Kilo mit Funke und Shutdown, was eigentlich schön ist, aber er hat nur 84 Beschleunigung und Tempo von Haus aus. Kann man auf 86 hochpushen, 93 Ausdauer, Beweglichkeit bei 83, also auch recht steif, der Kollege, Schuss im hohen 80er Bereich. Deking ist bei 84, dafür Offensivbewusstsein bei 93, Defensivbewusstsein bei 97, Bodychecking geht auf 97 hoch, aber boah, wenn wir andere Karten lieber, auch wenn er natürlich groß ist und gut checken kann, gerade mit Shutdown an, aber das ist dann schon arg langsam. Brad Park von den Boston Bruins Alumni, 88 gerade, rechter Verteidiger, 1,83 groß, 86 Kilo mit Verteilung und schick schon. Verteilung kommt auf 87 Besteuerung, 86 Tempo, hier nur die Ausdauer bei 81, Schuss von der Kraft bei 88 und 87, Genauigkeit bei 85, also auch da gibt es bessere Karten. Bodychecking ist bei 90, aber er ist halt nur 1,83 groß, also nein. Gary Suter von den Calgary Flames Alumni, ein rechter Verteidiger, 87er Karte, 1,83 groß, 93 Kilo mit Hammerschuss und Rückwärtsgang, 86 Besteuerung, 86 Tempo, also noch unter der Karte. Die Schuss von der Kraft her geht auf 92 und 91 hoch, Genauigkeit bei 82 nur. Bodychecking geht auf 91 hoch, okay, brauchbar. Rückwärtsgang auch sinnvoll, aber auch hier fast ein Tick zu klein und für die Größe dann auch wieder zu langsam. Dann jahrelang den härtesten Schlagschuss gehabt, bis dann mal der Chara und Al MacInnis auf die Welt kamen, mehr oder weniger. Der 86er Al Iafraidy von Toronto Maple Leafs, Alumni, rechter Verteidiger, 1,91 groß, 109 Kilo, mit Hammerschuss und Donnerschlag, das macht auf jeden Fall Sinn bei ihm. Hat auch nur 84 Beschleunigung, 84 Tempo, 84 Ausdauer, 84 Beweglichkeit. Schusskraft geht auf 96 hoch jeweils, Genauigkeit bleibt bei 85, Deking bei 81, Bodychecking bei 93 mit Synergien an. Brauchbarer Verteidiger, aber auch hier eindeutig einen Tick zu langsam. Abschluss macht der 85er Mark Howe von den Flyers Alumni, rechter Verteidiger, 1,80 groß, 86 Kilo mit Arbeitstier und Shutdown, schon mal gute Combo. Mit Arbeitstieren kommen wir immerhin auf 88 Beschleunigung, 86 Tempo, Ausdauer hier auch noch bei 82, Schuss von der Kraft bei 86, Genauigkeit bei 83, Deking ist bei 80, Bodychecking bei 85, ja auch da gibt es bessere Karten. Kommen wir zu den Goalies. Backup ist der 88er Henrik Lundqvist von den Rangers Alumni. Hört sich irgendwie komisch an, Alumni dazu zu sagen, aber gut. 1,85 groß, 82 Kilo mit Herz und Seele und Schmetterlingseffekt. Ich weiß, die Hank-Karten haben die letzten Jahre bei mir nie gezündet. Handschuhe ist zwar bei 91, aber das war es doch schon mit den guten Werten, also keine Empfehlung. Nummer 1 ist Ed Belfour von den Dallas Stars Alumni. 1,80 groß, 92 Kilo mit Gladiator und leichter Arbeit. Aber ist hier nichts, was wirklich herausragt. Trainer und damals eine Legende, heute eine Legende, Brian Fittler. Und während der eine Game Day Tilt bzw. die Weekday Warriors gleich auslaufen, haben wir zwei neue Game Day Tilt Karten. Einmal Kostin von den Oilers und Sergachev vom Tampa Bay Lightning für jeweils 11 Collectibles. Würde ich nicht beide nicht machen, aber wir schauen uns die Karten an. Da wird nämlich nur wieder ein Spiel beobachtet, nämlich Tampa Bay gegen Edmonton am 19. Januar. Dafür sind die Karten noch bei 87 von Haus aus. Natürlich gehen die wieder hoch mit pro Tor, pro Vorlage, pro Check, pro Block, pro Hit. Gehen die jeweils wieder hoch. Aber wie gesagt, ich würde sie wenn dann versuchen, im Auktionshaus zu kaufen, Tauschspot zu kaufen und nicht über die Collectibles machen. Auch blöd, bleibt dabei 87. Dann kommen wir zu den Wacky Wednesday-Karten. Die habe ich letzte Woche voll gefeiert, weil da war irgendwie Ryan Reeves war voll der Mega-Dangler, dafür war Fox voll der harte Hitter. Und so schaut es hier auch aus mit dem 87er Jared Spurgeon von Minnesota Wild. Linker Verteidiger, 1,75 groß, 75 Kilo mit Schlenzer, Donnerschlag und goldener Wildheit. Kann ich nur jedem empfehlen, das bei so kleinen Verteidiger oder Verteidigerinnen anzumachen. 90 bis 90 Tempo, Schuss von der Schlagschusskraft bei 95. Der Rest ist bei 84, auch komisch. Hände eher im niedrigen bis mittleren 80er Bereich, Bodychecking auf 95 und dazu mit Wildheit noch. Also sehr geile Karte, gerne mal ausprobieren.
Auch geil. Dann haben wir den kürzlich jetzt zurückgekehrten Evander Kane von Edmonton Oilers. 87 gerade rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 95 Kilo mit Protektor, Puck am Faden und Kreisel und 99 D-King. 99 Beschleunigung, 99 Tempo, Beweglichkeit bei 95, Handgelenkschusskraft bei 99, Offensivwurzeln bei 95, Hand-Augen-Knötchen bei 95, auch ganz komische Werte. Sender kann nicht spielen, nur 74 am Faceoff, aber Tiki bei 99, dazu noch Puck am Faden und Kreisel mit 95 Beweglichkeit, sehr nice. Dann mal Pierre-Luc Dubois von den Winnipeg Jets, 87er Karte Center, wo ich immer sage, das ist einer der schlechtesten Center-Karten der vergangenen Jahre. 1,88 groß, 93 Kilo mit Magie, Shutdown und goldenem Blitzschlag, also 87 Face-Off-Rating, kann man sicherlich einsetzen, sonst jetzt nichts Herausragendes, aber 87 Face-Off mit Shutdown und Blitzstart kann man sicher anmachen. 87 Beschleunigung, 87 Tempo, Schusspräzision bei 92, sonst nichts, aber also damals Center-Karte definitiv brauchbar. Oh mein Gott. Von den Hurricanes haben wir den 88er Antiranta, ein Goalie, 1,83 groß, 88 Kilo mit bombardiert. Schmetterlingseffekt, Post to Post und 40 Aggressivität. Also, ich glaube, das ist echt viel zu niedrig. 93 Handschuh, 94 Tempo, 93 Beweglichkeit, aber 40 Aggressivität, das ist ja der klebt mir danach. Der Puck liegt vor ihm und er macht einfach nichts. Das ist so das Problem, was man bei solchen Karten hat. Also, sehr weird. Von den Montreal Canadiens von den Achtern. Ich komme aus dem Lachen immer raus. Ich finde diese Karten so funny, ehrlich gesagt. Das ist mal was Innovatives, wirklich. Einfach mal komplett andere Fähigkeiten, Synergien, Werte zu geben, die aus dem Normalen rausragen. Finde ich geil. Der 88er Cole Caufield von den Montreal Canadiens Alumni, linker Flügelspieler, 1,70 groß, 79 Kilo mit Protektor, Urgewalt und Wildheit. Gut, muss man alles anmachen, sonst bringt es nicht. Ist der Spaß da dabei. 94 Beschleunigung, 93 Tempo, 86 Ausdauer, die Schusskraft bei 97. Genauigkeit noch bei 88 und 90, Bodychecken von Haus bei 98, geht auf 99 hoch, also Monster-Hitter mehr oder weniger, geile Karte. Abschluss macht der 90er Erik Karlsson von den San Jose Sharks, linker Verteidiger, 1,83 groß, 86 Kilo mit Magie, Wildheit, Rauswurf und Schläge hoch, können wir auch fast alles anmachen, 92 Beschleunigung, 92 Tempo, Schuss bei 87, Bodychecken bei 95, auch mit Wildern, Defensivwurst das bei 99. Dafür ist Offensivwurst dann bei 85, also ist dann eher so die defensive Variante von Erik Karlsson. Wie gesagt, ich finde diese Serie mega, mega geil und die haben genau sowohl die Synergien als auch die einzelnen Werte angepasst von den Schwächen von den Karten. Also da spielt sie den 90er-Karte wie eine 95er mehr oder weniger, aber mit den Fähigkeiten Bombe. Kommen wir zu den Belohnungen hier an meinem Hauptaccount, war ich glaube ich nur im Silberrang, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Habe nur mit meinen Lady Flames gespielt, deswegen, weil ich dann noch Adventure eine Totti-Karte machen wollte. Hier habe ich schon 6 Stück jetzt drin, von dem her fällt es raus. Aber ich habe ein paar Sachen vom Hood Rush, hab den Hood Rush halt durchgespielt. Gucken, ob da irgendwas Brauchbares dabei ist. Auf einmal den Jumbo Prima, alles nicht tauschbar heute. Aber muss egal sein, los geht's. Totti-Karte wird mal feiern. Wir haben die Polar natürlich geupgradet. Und eine von diesen Wacky-Karten würde ich sicher mal testen. Falls wir da eine ziehen sollten. Also Spurgeon wäre zum Beispiel nice, Carlsen wäre nice, wird man sicher unterkriegen. Aber bisher schaut es nicht so aus, wäre da irgendwas annähernd Brauchbares dabei. Ein Power-Up-Collector, nehmen wir. Müssen wir zwar gucken, wie wir überhaupt noch mit X-Faktor-Karten umgehen jetzt. Die meisten sind umgetauscht. Aber nehmen wir natürlich. Brian Rust. Irgendwas über 80 wäre mal cool. Schon der Bunkern für einen neuen Event, der am Freitag kommt, aber auch nix. Highlight bisher war ein Power-Up Collectible. Und eine 81er Karte. Ja, 81er Karte. Ah, immer eine Icons Karte. Jumbo Premium Pack. Nächste Chance. Habe hier nicht wirklich Squad-Battles gespielt. Also, da gibt es morgen auch nichts. Bei den Ladies schaut es anders aus. Trainer. Ah, den habe ich bei den Ladies gezogen. Ja, immer ein 83er. War, glaube ich, die beste Karte in den Hood Champions Belohnung, die habe ich heute Mittag schon aufgemacht. So Abschluss im Megaspielerpack, auch untauschbar, aber vielleicht irgendwas.
83er ist gerade das Beste. Fehlen als Kamadi McSorley. Okay. Wird nicht spielen, aber da mal nochmal den Kollegen von gerade. Okay, machen wir nachher auch. Oder typisch, dass in dem Team der Woche alle Icons drin waren, außer Serge Gonča. Leo Pöderl auch nice. Grün war Primetime, oder? Corey Perry, mein Lieblingskarte übrigens bei den Lady Flames, die 89er-Version. Ah, doch ein bisschen paar über 80 noch. Poggi. Time again, der ist verletzt. So, irgendwas war Grünes hier. Schauen wir mal. Jason Arnold, okay. Ja, schade. Wenn wir jetzt nicht groß upgraden, zumal er mit 86 immer noch keine Superstar-Fähigkeit hat. Wechsel mal den Account. Hier bei den Lady Flames war für 13 Siege das Beste ein 83er Laivo und ein 83er Magna in den Hood Champions Belohnungen. Aber hier waren wir durchs Hood Champions, zumindest ich glaube im Goldrang oder so. Ja, müsste Goldrang sein. Auch die untauschbaren Sachen. Vielleicht kann man noch eine Team of the Year Karte machen. Heißt zwei Elite Pack und zwei Premium Spieler Packs. Nehmen wir erstmal die zwei innen auf. Ja, hier bräuchte man schon was richtig Großes. 89er und 90er, dass wir noch zumindest noch Collectors kriegen. Sonst wird es hier schwer. Außer wir hoffen natürlich auf die Squad-Belohnung morgen. Da waren wir auch nur im Elite 3-Rang allerdings. Na gut, damit kriegen wir keine Totti-Karte mehr zusammen. Ja, 80 war auch 80 plus. Wie war das? Kommen wir gerade richtig zu spüren. Aber zwei Elite-Packs mindestens 5x80 plus. Also 5x80. Eins, zwei. Wahnsinn. Drei. 81. 80. 4x80. Okay. Einundachtzig, 81, 86 der Vecchio, okay, ist ein Collectible. Und für Maske Kutschuk, okay, schaut schon besser aus. Zwar jetzt halt keine überaus tollen Sachen, aber zumindest was, das man irgendwie in Sets stecken kann für Collectibles. Naja, dann schauen wir mal morgen nach den Belohnungen, ob diese Sammlung, die wir aktuell haben, für noch für eine tolle Karte langt oder ob wir uns dann einfach Freitag irgendeinen passenden Eventspieler basteln. Vielen Dank fürs Einschalten, immer noch länger sauber bleiben. So schaut's aus. Ciao.